Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zur 610. Folge vom Let's Play auf die zweite Omnibus-Simulator mit mir, auch Union Gießer. Ich heiße euch jetzt ein letztes Mal zurück von der Themenwoche auf der Karte Winzenburg. Wir fahren jetzt die letzte Nachtbuslinie, das heißt, es ist die Linie N9. Seeführung vom Bahnhof sind durch zur Kesselinstraße. Fahrzeit dauert um die 10 bis 15 Minuten. Unser Fahrzeug ist der gleiche Bus wie in der letzten Folge, nur als Dreitürer mit manueller Türsteuerung. Wir fahren im RVAG Ruhrau BP. Geisbetter Stuttgart, wir fahren jetzt auch direkt los. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Fahrt und wie immer gute Unterhaltung. Abfahrt. Sehr geehrte Fahrgäste, ich heiße Sie herzlich willkommen von der Nachtbuslinie N9. Sie führen vom Bahnhof Zirndorf zur Kesselinstraße. Mein Name ist Jörn Rieser, ich bin heute zum letzten Mal Ihr geschätzter Nachtbusfahrer. Und werde Sie ein letztes Mal durch das nächtliche Wissenbrot begleiten. Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie gerne jederzeit zu mir nach vorne kommen. Deswegen stehe ich Ihnen auch zum letzten Mal als Nachtbusfahrer jederzeit zur Verfügung. Aber bitte nerven Sie mich nicht, ich bin nur Ihren Fragen. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, ich hoffe euch alle draußen geht es allen gut. Mir geht es auch wieder den Umständen entsprechend. Kann ich nicht beklagen, außer dass ich ein bisschen Husten und noch etwas Schleim im Hals habe, aber sonst geht es mir gut. Wir stehen aktuell bei 526 Abonnenten und bei einer Aufrufzahl von knapp an die 170.700 Aufrufe. Also im Moment denke ich mich recht herzlich bei jedem einzelnen von euch, der mich kostenlos supportet. Ihr seid echt die Beste und das ist nicht selbstverständlich, dass ich so eine großartige Community habe, die fast jeden Tag wächst und über sich hinaus wächst. Egal ob hier auf Twitch oder auf Instagram oder sonst wo, bei mir auf Social Media. Deshalb Kuss und Liebe geht an euch alle raus. Fühlt euch geküsst, fühlt euch mitgedrückt. Auf, natürlich auf No-Homo-Basis.
Bahnstraße. Musikhochschule, gegründet 1862, eine der ältesten Musikhochschulen Deutschlands. Hier ist das aber echt kalt. Also läuft schon die Dame, es ist nicht zu kalt im Bus. Na komm, Ampel, wird grün ist doch eh kein Verkehr da, außer ich.
Straße JVA. Von hier aus erreichen Sie Schützenhalle. Diese Fahrt endet dort. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten dabei sein und fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat und euch mein Kanal gefällt und ihr auf YouTube angemeldet seid, würde ich mich sehr gerne über ein kostenloses Abo von euch freuen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Lasst gerne auf dem Video gerne den Daumen nach oben da. Schreibt gerne eure Fragen, eure Wünsche gerne an mich in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, diese Themenwoche auf der Karte Winzenburg hat euch Spaß gemacht. Wie auf jeden Fall. Mal schauen, ob wir noch bei der Karte Winzenburg 2015 noch ein paar Linien zu fahren haben. Wenn ja, geht es mit der Themenwoche weiter. Wenn nicht, dann mit der letzten Karte auf Berlin X10. Und ja, schreibt gerne eure Fragen, eure Wünsche gerne mich in die Kommentare. Folgt mir gerne auf Social Media. Links dazu findet ihr wie immer in der Kanalinfo. Das war unser Bus, wie in der letzten Folge, nur als Dreitürer mit manueller Türstörung. Im RVAG Ruhau gepaint von der Nachbuslinie N9. Also, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Bleibt alle gesund, baut kein Mist. Und natürlich auch einen schönen Start ins letzte Wochenende des Jahres 2023. Macht's gut, euer Jörn Rieser. Tschüss! Vielleicht sehen wir uns nochmal in einem Livestream in diesem Jahr wieder hier auf YouTube oder auf Twitch. Und wenn nicht, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Start ins neue Jahr 2024.